Willkommen zurück zu Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ich bin der rüfte Typ. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter mit dem Himmel über Eria, indem wir das letzte der drei Relikte suchen. Wir haben uns den Morgenstern aufgegriffen. Einfach damit wir hier durch die Gegend klettern können. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht hier entlang. Okay. Sondern eigentlich müssen wir bestimmt eine Etage tiefer. Oh, hier ist eine magische Wolke. Ach toll, die ist aber langsam. Ein Versuch war es wert. Nee. Upsa. So, ich habe hier jetzt bewusst den Drachen genommen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es mit dem Drachen sinnvoller wäre. Als mit unserem Löwen. Höp. Hey. Ja, mit dem Geld. Meine Moneten. Wir flattern hier gleich mal rüber. Irgendwo hier muss ein Herz runterfallen. Ich sag mal nicht so. Ey. Drecksvieh. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt schon nicht zu weit in die Höhle gehen. Doch. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Wir müssten hier auf der rechten Seite bleiben. Denn es hieß irgendwie über den Köpfen der Vögel, bla, Kram. Aber hier oben ist ja noch eine. Ich habe da so eine Idee. Wenn das über den Köpfen sein soll, dann teleportieren wir uns doch mal eben ganz kurz in den Vulkan. So. Hier wäre es auf jeden Fall sehr von Vorteil, alles auf Eis zu setzen. Weil dadurch machen uns die Gegner hier keinen Schaden oder so. Und jetzt fliegen wir hier mal nach oben. Da müsste jetzt nämlich eigentlich der Weg frei sein, glaube ich. Ich dachte, ich komme hier durch. Leider nicht. Schade. Aber hier sehen wir zumindest schon mal. Irgendwie finde ich diese Weltkarte hier, so mit dieser, diesen Karten, um einiges besser, wenn hier nochmal steht, welche Trüffel wir haben. Also zum Beispiel den Bumerang und den Tornado-Trüffel haben wir vollständig. Lebensherze haben wir noch einige offen. Könnte man echt noch richtig viel Spaß mit haben. Okay, ich flitze nochmal nach Eria. Und werde mal gucken, ob ich mich doch irgendwie da nochmal irgendein. Ob man hier nicht doch irgendwie nochmal runter muss oder hoch muss. Muss man hier vielleicht hoch? Ist das der Trick? Einfach hochfliegen? Und dann hier drüben. So, weil ich meine, hier drüben war ja auch noch irgendwas. Ja, na klar. Das war ja viel zu einfach. Bumm. So, wobei. Ah. Das Rätsels Lösung befindet sich im Okular hier drüben auf der, auf dieser Seite. Hier sehen wir jetzt die Sterne und so wie diese Sterne stehen, müssen wir die jetzt wahrscheinlich sortieren. Das sieht so ein bisschen aus wie... Nein, so nicht. Aber okay. Wir wissen jetzt Bescheid. Ich war immer noch keine Ahnung.
Aber wir müssen zumindest einen Frosch, einmal in Froschgestalt wechseln. Komm. Ups. Njöp. 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 Nee, nee, das ist so schon in Ordnung. So, jetzt müssen wir einmal auf Schweinchen. Nein. Bumm. Genau. Dachte ich mir, dass wir jetzt damit die Farbe wechseln. Dann können wir wieder auf Froschen wechseln. Und zack. Jetzt müssen wir noch einmal auf Schweinchen wechseln. Damit wir auch Schweinchen einmal gesehen haben. Fröschchen. Nom. 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 Jetzt haben wir's. Woo. Und damit haben wir auch das letzte der drei Relikte anscheinend. Voll gut. So, warte mal, den Drache. Ein Salamanderkreuz. Dieses seltsame Kreuz scheint ein einzigartiges Relikt zu sein. Das muss das legendäre Salamanderkreuz sein. Ich nehme es lieber mal mit. Ich habe alle Relikte. Gehen wir zurück zum Sanktum. Mal sehen, was man mit den Dingern anstellen kann. Und... Whee! Auf nach... Lupia! Jetzt, wo wir das wunderschöne Kreuz haben, können wir ja durch die Gegend flitzen. Und da sind wir beim Sanktum angekommen. Dann gucken wir mal weiter. Hier, du hast alle Relikte der uralten Helden gefunden. Fantastisch, sie gehören in dieses Sanktum. Aber wohin? Könnte es der Altar... Altar, probieren wir es mal. Confused. Nee, vielleicht müssen wir... Irgendwas war doch hier mit. Okay, das war's auch nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt so. Bumm. Bumm. Okay. Klappt nicht. Nope. Okay. Irgendwo muss es hier noch was geben, wofür diese Relikte gedacht sind. Hier nach oben wäre Schwachsinn, weil das wäre ja nur zur zum Deckel der Kapelle. Vielleicht eher hier oder so. Also... Wir haben den Hammer, die Ocarina und, keine Ahnung, Salamanderkreuz-Ding. Jetzt aber die Frage, kann ich hier irgendwie diese Schlüsselgegenstände nehmen? Verwirrt. Probieren wir es hier nochmal. Ich frage sie nochmal. Das alle Relikte? Der Altar. Murmel, Murmel. Moment. Was ist das hier? Nee, das ist auch nicht. Haben wir hier irgendwas noch, wo das hin könnte? Nee, irgendwie nicht.
Was hat das denn damit auf sich gehabt hier mit diesem... Okay, das hätte ich auf jeden Fall anlecken können. Es gehört zum Sanktum, aber irgendwie finde ich hier nichts, wo das hingehören sollte. Moment. Nö. Das war's irgendwie auch nicht. Mit Burg? Okay. Das ist ein bisschen zu affig, finde ich das... Nee. Hm. I can't get no. Okay. Ich mache hier dabei erstmal einen kleinen Cut, weil ich muss mich mal ganz kurz wohin. Und dann suchen wir... Bäh. Suchen wir weiter. Also, bis gleich.